Hallo? Ja, du bist mit da. Kannst du nochmal Hallo sagen? Das war bei mir nicht drin. Nein, sag du doch Hallo. Ich sag nicht Hallo. Willst du mich beleidigen? Moment, ich muss Hallo? Schon kalt Getränke. Also. Ja, jetzt musst du ganz schön aufpassen, dass du sowas nicht vergisst, weil sonst hatte ich recht. Nee, ich glaube, mir ist eingefallen, dass wir wahrscheinlich keinen brauchen, wenn doch wir haben. Ich, nein, Idiot. Außerdem sollte ich sogar immer noch dabei haben, weil ich cool bin. Cool, kein Gebrechen. Aber wir brauchen nice Getränke. Hey, das ist auf jeden Fall schon mal kein High Rank. Vielleicht schon. Aber das sind keine Sachen in der Box. Eben. Dann ist es High Rank. Nee, in High Rank ist es noch drin, nur wir landen nicht im Nein, Dings. In High Rank ist es erst nach einer gewissen Zeit drin. Das wäre möglich. Bist doof. Nein, du bist doof. Halt's Maul. John, wer kannst du mir nachher vielleicht ein heißes letztes genommen. Was hast du gesagt? Ich habe jetzt mein letztes genommen. Das ist ja. Vielleicht brauche ich ja noch eins. Das wäre aber schade. Aber ich habe trotzdem recht, weil ich habe eins mitgenommen. Ich habe es nur nicht, ich habe nur nicht genug mitgenommen. Gut. Gute dann tut, nehme ich alles, was ich jemals gesagt habe, zurück. Auch, dass du gescheit bist, das fände ich. Das habe ich niemals gesagt. Ich weiß. So, du bist nicht mal du. Oh Mann. Ich mag das. Das sieht schön aus. Ist doch ganz schön hübsch. Würdest du? Ja, Tapazite ist blau. Würdest du? Natürlich, ich würde. Ich finde es toll, dass man mir das beigebracht hat, dass es das bedeutet. Das ist super. Ich hab, wahrscheinlich ist das nur ein Insider, aber jetzt ist es kein Insider mehr, weil wir die internationale Gemeinschaft der aller Menschen sind. Ja, es ist voll schlimm, wie viele Leute meine Sachen klauen hier. Grunzel, ja? Ja, der ist aber auch ein Meme-Lord. Meine Emotes und dann und meine Regel, die hast du aber hingemacht. Und dann habe ich gesagt, die sind eigentlich von mir. Und dann hat der gesagt, na, die sind von Hundi. Dann habe ich gesagt, nein, Hundi hat mich sogar gefragt. Und dann hat niemand hat Ahnung, wovon ich gerade rede. Ja, aber er ist ja noch ein Kind. Du weißt, was wir gelernt haben. Kinder sollte man schäden, warte, was? Genau. Nein, aua, der schlägt mich. Zum Glück ist er nicht G-Rank. Oh, der wackelt gleich. Nicht wackeln! Nicht schreien! Ich, Achtung! Kamikaze! Hat funktioniert! Und ich habe nicht mal Schaden genommen. Kann man aufhören, so rumzuwackeln? Wackel, 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 dackel. Wackel, dackel? Oh, ich bin umgeflogen. Ich bin ein T-Rex. Schau mich an. Ich mag seine Arme. Rot und blau. Das ist schön. Moment. Warum? Jetzt bin ich verwirrt. Was? Warum habe ich den Schildbash? Ich dachte, es gibt irgendeinen Style, wo ich so einen ganz bestimmten Move nur dabei habe, der super sexy ist. Aber der Schildbash, den mag ich nicht. Ja. Das kann ich nachvollziehen. Was gab's noch? Striker? Ne, glaube ich nicht. Was gibt's denn für alles? Styles alle nochmal. Ganz vergessen. Alchemie hast du vielleicht. Ah, genau! Alchemie. Okay, ganz. Okay. Der hat Blut in seiner Brust ekelhaft. Du Monster! Ja. Es ist lebendig. Ich mag keine lebendigen Sachen, das ist mir zu unnötig. Ja, die sind noch so warm. Ist ja ekelhaft. Moment, sind Vampire untot oder einfach nur? Nein, Vampire sind nicht untot. Aber ja, was sind sie dann? Weil lebendig sind sie ja nicht. Ja, nein, die Sache ist, die Beschreibung von untot ist voll dämlich. Ja, tot, aber nicht tot. Ja, was eigentlich wir sind. Ganz normale Menschen sind ja dann eigentlich untot. Also, wenn sie nicht tot sind. Wow. Ja, nein, aber wir sind jetzt ja ganz ehrlich. Wir waren ja noch nie tot, das heißt, wir können nicht untot sein. Ja, aber welcher Vollidiot ist mit dem Begriff untot? Wer hat die Idee gehabt? Ja, wer hat die Definition so gemacht? Richtig. So wie du es jetzt da beschrieben hast. Ich bezweifle, dass das die richtige Definition ist. Nein, Zombies sind halt untot. Ich würde einfach sagen, ja, also untot gleich etwas, das einmal gestorben ist, aber... Aber das ist nicht im erlebt. Begriff drin. Ja, vielleicht schon. Habe ich den schon gecraft? Oh, ich bin Luca, aber geil. Was ein Kackbude.
Aber er offensichtlich nicht geschadet, also beklagt dich nicht. Doch, du hast ihm nämlich keinen Schaden dabei gemacht. Das heißt, wir müssen mindestens 20 Sekunden länger gegen ihn kämpfen. Ich glaube, das ist sogar übertrieben. Ja, irgendwie. Mir ist gerade keine bessere Zahl eingefallen, aber... Hey, der ist müde. Das ist gut. T-Rex, müder T-Rex ist immer gut. Die sind halt voll die Waschlappen. Und dann schlagen sie mir trotzdem voll ins Gesicht. Hey, er ist wütend. Ja. Das ist lang. Ich mag T-Rex. Der ist so schön mit Langschwert. Besonders, wenn er mich schlägt. Oh ja. Wackelkammer da. Der hat mich weggeschrien. Was ein Arsch. Ich hab ihn weggeaua. Hab ich hab mich gern gegen Wände. Ich hab jetzt 60 Affinität. Ich hab jetzt bestimmt viel Affinität. Moment, wo ist denn meine? Ich hab 0% Affinität. Okay. Und ich reite ihn. Da bringt er die Affinität viel. Ja, weil meine Affinität, die bleibt ja. Die ist ja nicht so popelig. Aber hast du auch Affentät? Affentee? Mhm. Das hast du gesagt. Warte. Auf den Kopf und super Damage! Affen sind toll. Der kriegt abnormal viel Damage in sein Gesicht, Junge! Hey, ich habe einen Sakura Slash, ich bin schlau. Und der ist tot. Sag ich ja. Wow. Was ein Weichei! Warum ging der jetzt weniger lang als die Ratian? Ja, weil Ratian halt fliegen kann. Stimmt. Komisch, hä? Ich mag's aber dafür, eher blaue Arme, deswegen ist er besser. Also ich wäre dafür, dass wir ab sofort jedes Monster mit Flügeln kastrieren und damit meine ich nicht Geschlechtsteile, sondern die Flügel kastrieren. Vielleicht sind die Flügel die Geschlechtsteile. Ja, ist mir egal. Einfach weg damit. Oh, schöne Blauklaue. Schön aus. Was? Wie nennt man dieses Blau? Dieses Blau? Ja. Azurblau, das ist ich. Ich kenne Martina, aber ich glaube, das ist dunkelblau. Also richtig dunkelblau. Ja, es ist eher so... Ist Azurblau nicht ganz normales Blau? Ich wollte jetzt Thymian sagen, aber das ist ein Gewürz. Oregano, ja. Orang-Utan. Uragan. Ja, und so sind wir bei Monster Hunter, da sieht man... Oder gar nicht scheiße. Ich finde ganz okay. Ja, also dann normal, aber die Subspecies ist... Also der Stahl viel Pfurz. Nee, das ist die Subspecies, ich meine den Deviant, den Crystal Beard Oragan. Der wo halt auch genauso langweilig ist. Nur ja, langweiliger. Der ist ja ekelhaft. Aber gar komm nicht in der Folge her, Prank. Nein, die will mit mir reden. Ich bin jetzt Rank 95, toll. Krass. Die hat mich voll angemacht. Ich glaube, das ist eine Milf, was? Die blaue? Ja. Klar, das ist eine Milf. Schau sie dir an, aber sie hat auch einen schönen blauen Schal im Detail. Fuck! Weißt du was, ich schau jetzt blau nach. Verschiedene Blautöne. Uns fehlt noch ein Monster. Ja, ich weiß, aber trotzdem. Nein, ich wollte dich nur dran erinnern. Azurblau. Hey, ja, es war. Nee, es war nicht Azur. War es Azur? Nein, wo sind jetzt. Nee, war nicht ganz Azur. Ist nicht Indigo auch ein Blau? Ja. Indigo Blau. Nee, ist auch nicht ganz das, aber schon eher. Sagen wir Indigo. Okay, weiter geht's. Das war wichtig. Abend. Ja, immer in jeder Folge was du. Ja, wir lernen halt zusammen. Wie eine große Familie. Eine große Familie. Ich hasse dich. Also Silberwind ist auch cool, der ist voll Anime und so. Wer ist Anime? Silberwind. Ja, den kenne ich. Ja, so piu piu piu. Den gab's ja schon in anderen Menschen, Hunter. Genau so wie in einem. Tigerux. Ja, in einem. Ja, vier. Nee, warte, in drei gab's den auch. Also ich meine jetzt den Deviant, aber okay. Ja, ich auch. Was? Silberwind gibt's schon länger. Nein. Doch. Nein. Doch. Nee, der wurde für Generations gemacht. Den gab's aber schon in Try Ultimate. Nein. Doch. Nein. Schau nach!
Ja, das dachte ich mir jetzt, ja? Ich hasse dich. Der Käfer hat mich gebissen. Jetzt weißt du dich. Voll der... Pow! Alter, der hält viel aus. Silverwind Nagakuga, die Winds of Nagakuga introduced Monster Hunter Generations, halt die Stütze. Das geht gar nicht, den gab's nämlich schon davor. Nee! Doch. Du verwechselst das, weil du dumm bist. Nein, du bist dumm. Du verwechselst das. Schau dir an! Sieht als aus. Ob's denn irgendwann schon mal gab. Natürlich. Wow. Ich mag sein. Okay, ich hätte fast wieder was Falsches gesagt. Sein. Ja. Ah! Der hat mich gewindet. Sag ihr, der ist Animu. Der hat die Power of the Windtribe. Wie ist es in Avatar? Waren die in Clan, wurden die als Clans bezeichnet oder als was anderes? Feuernation gab's. Ah, stimmt, als Nation, ja. Aber gab, das war aber kein, war das eine Nation, die Windheinis? Das sind ja irgendwelche dummen Mönche, die sich gegenseitig, was weiß ich, gewindet haben. Ja. Aber Wind ist schon die geilste Power, mit der kannst du einfach immer einen Ventilator dabei haben, ohne ja, zu aber tragen. Wasser kannst du kalt machen. Ja, aber und dann bist du damit feucht. Ja, du kannst aber das, nein, du kannst ja das Wasser wieder wegmachen mit dem Zeug. Du hast ja die Kraft darüber. Du kannst dich dadurch voll geil putzen, ja, wenn du dreckig bist. Das unterschätzt du, aber das ist voll nice. Warum genau ist jetzt umgefallen? Ja, weil ich war so sexy. Wow, gut. Ich dachte, da kommt doch was, aber anscheinend. Wieder meine schöne Lache. Aua, ich blute! Aua. Hey, Mongo. Aua, ich hab Sternchen. Ich will mich hin, danke. Nicht mit, nein, stopp. Stopp. Nein! Du musst ihn essen. Der soll bitte, nein, keine Follow-ups. Er soll mich in Ruhe lassen. Oh. Ich will dir doch kontern. Dann sollst du nicht an deinem... Ach du dumme Scheiße. Ich bin zu doof für den Style gerade, weil ich immer die eine Taste drücke, wo ich eigentlich blau werde. Aber ich kann nicht mehr blau werden. Weil du nicht weißt, wie die Blau von vorhin hieß. Die Blau. Ja, ist echt so. Die Blau von vorhin ist halt doch irgendwie wichtig. Gibt es Schlumpfblau als offizielle Farbe? Bestimmt nicht, aber manche Leute behaupten es. Echt? Ja, ich meine, es gibt Schlümpfe, darum. Wow. Und ja, das war ein tolles Argument. Nein, ich bin mir ziemlich sicher, dass es Leute gibt, die so einen Scheiß behaupten. Es gibt Leute schon, ja. Und Leute sind Leute. Muss ich mehr sagen? Es ist ein gutes Argument. Und ausnahmsweise sogar ohne Ironie. Ja? Leute sind ziemlich behindert und ich glaube, wir sind das beste Beispiel dafür. Das ist wahr. Also seid besser wie wir, sonst seid ihr keine richtigen Leute. Richtig. Das wollte jetzt zwar auch nicht sein, aber hey. Massenflug oder was? Hey, schau mal. Da ist ein Glitzerding. Ja, ich weiß, ich hab's aufgehoben. Woo! Kannst du gar. Woo! So stoßen mit seinem Schweif und dann kommt da Wind raus. Windstöße, darum bin ich auf dieses ganze Windzeug gekommen, falls du es noch nicht bemerkt hast. Nein, das davor habe ich schon mitbekommen, dass du so Schlitzis machen kann, wo Schlitzi-Luft kommt. Aber die Schlitzis. Aber ich meinte gerade eben so ein Stoßwind-Ding und nicht Schlitzi-Wind. Wenn es ist Schlitzi-Wind. Wow, der Wind macht ziemlich wenig Schaden. Holy shit, ist der scheiße. Ja gut, das ist halt aber auch irgendwie kein Sheet-Rank. Ich weiß nicht, wie ich darauf komme. Ja schon. Aber trotzdem. Außerdem macht er überhaupt keinen Schaden, weil er nicht trifft. Ja. Ja. Ich meine, warum sollte da auch... Da war der Stoßwind, hast du den gesehen? Ja, ich weiß, was du meinst, aber... Schau mal, ist einfach umgeflogen. Einfach sein Schweif, Mann. Sein Schweif ist stinky. Was? Der flüchtet! Der fliegt und flüchtet. Krasse Scheiße. Wortschatz ist was Feines. Ja. Irgendwie habe ich sowas nicht. Ich das sind Hühner. Weißt du, meine größte... Gib mir ein Ei. Meine größte Stärke, ich erfinde einfach Wörter. Dadurch kann mein Wortschatz nie zu wenig sein. Der expandiert. Ich hab ein gutes Buch gelesen.
Das war sogar ein echtes Wort. Gutes Buch gelesen, hast gelesen. Fantasie ist die beste Waffe des Menschen. Ein gutes Buch. Es ist tatsächlich ein Buch, das gut ist. Es gibt keine guten Bücher, jetzt tut man so. Genauso wie Anime, sind alles scheiße. Vor allem Videospiele, richtig scheiße. Ich dachte, es ist auch, dass alle Bücher scheiße sind, aber dann habe ich das gelesen. Und dann hast du ein gutes Buch gefunden. Ja. Und dann erst so, holy shit, das ist ein gutes Buch. Da musstest du erstmal lachen. Die Welt ist ein eigenartiger Ort. Ich verstehe mich auch nicht, es ist zu heiß. Ich schmelze davon. Kein Scherz. Holy shit. Ich bin aber nicht mal im Vulkan, pass auf. Das geht gegen die Gesetze der Natur. Stimmt. Bleib da stehen, bitte. Man schmilzt ja erst ab 50 Grad, ja, wie war das? Das kann Blizzor bezeugen. At Blizzor, hi. Niemand weiß, wovon wir reden. Da, also, ja, da sollen sie Part sehen, Part 18 oder so. Also. Es ist gerade sehr heiß hier. Darum sind wir dumm. Also tut mir leid an alle Zuschauer, die dachten, hier gibt's was Normales. Warum dachtet ihr das überhaupt? Das ist echt der normal zum Start. Ja. Fuck. Weißt du, heiß ist ja eine Sache, aber wenn du dann dich in bestimmten, so in kurzen Momenten fühlst, wie so eine Hitzewelle über deinen Körper hinwegzieht. Das ist schlimm. Ja. Krass. Ich will jetzt keinen Witz darüber machen, obwohl mir ein guter eingefallen ist, aber da werde ich ganz jugendfrei. Ist doch egal. Nein, die Sache ist, er ist auch nicht gut, darum, ich habe nur eine Ausrede gesucht. Bist du ehrlich? Ja. Warum hab ich... Ich hab grad... Ich bin... Hör auf! Dann halt nicht. Ich will nicht rollen, ich will auf dem Boden, aber der macht einen Salto durch die Luft, rollt weiter. Hört einfach nicht auf. Oh, Hilfe, mein Arsch. Der kann dir jetzt auch nicht mehr helfen. Ach, Mann. Ich sterbe. Ich weiß übrigens immer noch nicht, wann immer euch das Wasser hier so Probleme bedeutet. Ich weiß auch nicht. Das bumst einfach nur mein Gehirn weg. Ja, dumm. Weil man. Es fließt einfach in eine Richtung. Ja. Und? Das ist übrigens hier besser, das Glühen. Von diesem Wasser, besonders an der Stelle. Bewegt man sich eigentlich hier langsam oder nicht? Nein. Ich glaube, du bist behindert. Aua. Point proven. Halt's mal. Hilfe. Die haben ganz schön viel Zettel dabei, die Deviants. Ja, das sind Zettel für die nächste Stufe. Ja. Ganz, glaub ich ist immer ganz interessant, dass Deviants so Zettel für die nächste Stufe bei sich haben. Ich glaube, das sorgt dafür, dass sie überhaupt die Deviants sind. Das sind aus wie noch eine Bidukdaten. Mann, ich hasse dich. Ich mich auch, weil ich bin edgy. Keine Folge, wir hätten Discord in der Beschreibung. Und in der Beschreibung. Und wir beenden jetzt die Folge. Seid ihr bereit? Ciao. Alle miteinander zählen. 1 und 2 und 3 und tschüss. Schon wer sagt Ciao. Was. Geht doch.